möchte. Er ist einer der Stars des deutschen Schlagers. Über 90 Millionen verkaufte Tonträger, steht seit über 45 Jahren auf der Bühne. Und in seinen Songs, da transportiert er Mut und Zuversicht. Und ich bin sehr gespannt, was er uns jetzt hier oben auf der Bühne zu sagen hat. Wir heißen ganz recht herzlich willkommen Roland Kaiser. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist jetzt 8 Wochen her, da habe ich hier in Berlin auf der Waldbühne vor knapp 5000 Zuschauern ein Konzert spielen dürfen. Ich weiß, es war ein absolutes Privileg für mich und das Feedback war damals überwältigend. Manche dachten damals, das wäre jetzt der Startschuss für einen Neuanfang, wenn auch eingeschränkt und doch wieder regelmäßig. Dieser Eindruck entstand ganz sicher auch deshalb, weil wir alle unseren Job ganz ordentlich gemacht haben. Da blinkt es und glitzert es auf der Bühne, so wie sonst immer, fast als wäre alles ganz normal. Dass aber nichts normal ist, dass die Crew, meine Bandmitglieder, mein gesamtes Team im Anschluss daran zusammengepackt hat, nach Hause gefahren ist und viele von ihnen wieder nicht gewusst haben, wie sie ihre Familie nähren können, das hat man nicht gesehen. Umso wichtiger, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist ein Tag wie dieser heute, an dem die Menschen unserer Branche ein Gesicht bekommen, vor allem diejenigen, die vor und hinter der Bühne arbeiten und die man sonst eben nicht sehen kann. An dem Tag, an dem wir heute sind, werden wir nicht von Glanz und Glitter reden, sondern wir werden Tachles reden. Über die Veranstaltungswirtschaft, wie es ihr geht und vor allem über die Menschen, die in dieser Branche arbeiten. Mit wem immer ich auch spreche, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die Existenzangst ist überall spürbar. Bei den Großen vielleicht ein bisschen weniger, bei den Kleinen dafür und Einzelselbstständigen umso mehr. Noch schlimmer ist für mich, ich höre immer wieder, dass sich Kolleginnen und Kollegen Gedanken machen, sich aus der Branche gänzlich zu verabschieden, sich ein anderes Betätigungsfeld zu suchen. Und auch wächst die Zahl der Unternehmen, die diese Krise vermutlich nicht überleben werden. Zumindest nicht ohne eine schnelle und wirksame staatliche Unterstützung. Wenn das so kommt, dann haben wir keine vorübergehende Spielpause mehr, dann haben wir ein Problem, das weit über das jetzt vorstellbare Maß hinausgeht. Dann werden wir alle gemeinsam zeugen, wie unsere Kultur irreversibel beschädigt wird. Eine trocken gefallene Pflanze kann man wässern, einen abgebrochenen Ast klebt man aber nicht wieder an. Das ist und bleibt so, der bleibt ab. Und das ist das, was mir die meisten Sorgen macht zurzeit. Ich habe dabei keine Angst um mich, weder wenn ich auf der Bühne stehe, noch sonst. Ich habe Angst um die vielen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich sonst auf Tour bin. Um die vielen Dienstleister, die zu unserer Branche gehören und um die jungen Künstlerinnen und Künstler, die am Anfang ihrer Karriere stehen und ohne finanzielles Polster sind. Was soll bloß aus ihnen allen werden? Natürlich wird sich die Erde weiterdrehen und es wird auch nach Corona wieder Live-Fans geben. Die Frage ist nur, wie viel ist von der Veranstaltungswirtschaft dann noch übrig? Ihr, die ganze Branche, darf nicht zum Kollateralschaden im Kampf gegen das Virus werden. Aber um es klar zu sagen, ich unterstütze den Kampf gegen Corona. Das Virus ist nach wie vor gefährlich. Und wir sollten alle dazu beitragen, unsere Mitmenschen durch unser eigenes Verhalten zu schützen. Allerdings, dieser Kampf darf nicht zulasten einzelner Branchen gehen, die durch ihre Natur besonders betroffen sind.
Vor Corona haben sich viele Städte und Regionen mit unserer Arbeit geschmückt. Von der Eifel bis nach Berlin, vom Herrenchiemsee bis nach Schleswig-Holstein. Warum kommen denn die Menschen zum Beispiel hier in die Hauptstadt? Sie reisen hierher, weil sie das kulturelle Leben und dabei ganz besonders die Live-Kultur anzieht. Wir sorgen nicht nur für gute Laune und Entspannung, wir sind auch ein enormer Wirtschaftsfaktor. 1,5 Millionen Menschen verdienen ihr Geld in unserer Branche und mit rund 130 Milliarden Umsatz belegt die Veranstaltungswirtschaft Platz 6 unter den umsatzstärksten Branchen Deutschlands. Noch vor der Metallindustrie und vor dem Baugewerbe. Unsere Branche braucht Hilfe, und zwar jetzt, um dann nach Corona mit voller Kraft wieder durchstarten zu können. Im Moment weiß niemand von uns oder aus der Politik, wie die Pandemie in den kommenden Monaten verläuft. Dass es eine schnelle Rückkehr geben wird in die Konzertsäle, scheint aber wenig wahrscheinlich zu sein. Aus diesem Grund brauchen wir schnelle, unbürokratische Hilfe für Unternehmen, Kreative und vor allem für Zehntausende Freelancer und Kleinselbstständige. Wir brauchen eine Hilfe, liebe Kolleginnen und Kollegen, die sich an den Realitäten orientiert. Wenn wieder nur Betriebsausgaben gefördert werden, geht ein Großteil bekanntlich leer aus. Und wir müssen uns jetzt darüber unterhalten, was passieren muss, unter welche Schwellen die Pandemiewerte wieder sinken müssen, unter welchen Schutzmaßnahmen wir dann unsere Arbeit endlich wieder aufnehmen können. Ich rede hier ganz bewusst nicht von Zeiträumen, dazu ist das aktuelle Geschehen zu dynamisch und zu unvorhersehbar. Wir dürfen aber auch nicht erst anfangen, darüber nachzudenken, wenn sich die Lage wieder beruhigt sein wird. Denn das ist garantiert zu spät. Die Veranstaltungswirtschaft braucht jetzt, trotz aller Unsicherheiten, eine ganz klare Perspektive. Der Fußball zum Beispiel hat sein ausgeklügeltes Hygienekonzept in 3 Stufen eingeteilt, je nachdem, wie sich die Pandemie entwickelt. Wir haben zum Beispiel bewiesen in der Waldbühne, dass professionelle Veranstalter und Dienstleister absolut in der Lage sind, lückenlose Hygienekonzepte zu 100% umzusetzen. Wir müssen Gesundheitsschutz und den Schutz von Arbeitsplätzen miteinander in Einklang bringen. Und ich bin sicher, das gelingt uns auch. Aus diesem Grund stehe ich hier, unterstütze euch im Kampf für einen Dialog auf Augenhöhe, für mehr Anerkennung, wirksame Hilfen und für Respekt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und würde mich freuen, euch bald wieder auf den Bühnen begrüßen zu können und ihr mit uns gemeinsam auf Tournee geht. Dankeschön. Ganz recht herzlichen Dank, Roland Kaiser. Dankeschön. Danke.